Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Da ist es endlich, das Google Pixel Fold. Das erste Foldable-Smartphone aus dem Hause Google, mit dem Google das jetzt den anderen Herstellern zeigen möchte, wie man so ein Gerät richtig baut. Das hier ist die schwarze Version, gibt es auch noch in so einer porzellanfarbenen, eher hellen weißen Version. Und das ist die Basisversion. 256 GB Speicherplatz, 12 GB RAM, kosten günstige 1900 Euro. Für 120 Euro Aufpreis gibt es die Version auch mit 512 GB. Und nein, es ist ein Google-Gerät, MicroSD-Speichererweiterung ist nicht mit dabei. Ansonsten, schöne kleine Box, ne? Wobei ich tippe sehr darauf, dass doch ein Ladegerät mit dabei sein wird. Auf der Rückseite nicht viele Infos außer Team Pixel. Und ich habe nur eine E-Mail gesehen, das Ding kann aber Dual-SIM mit einer physischen Nano-SIM-Karte und dann eSIM. Wir reißen es mal auf und gucken dann einmal rein. Ratsch 1, Ratsch 2, relativ unspektakulär. Und jetzt muss das Ganze nur noch auseinandergefaltet werden. Ja, das war ein schlechtes Wortspiel. Oh, schön, zusammengefaltet. Ich erwarte ja viel, gerade vom Formfaktor. Und oh, schwer, ich glaube 256 Gramm. Fühlt sich aber direkt wieder dieses gute Massive an und vor allem dieses Handgefühl. Ich bin ja vorbereitet. Hier habe ich Samsungs Fold 4, was ja komplett in eine andere Richtung geht, aber dazu gleich später. Ich halte mich noch kurz zurück. Es wird ein Unboxing, das heißt, mal gucken, was sonst hier noch in der Box als Infos drin sind. Nummer 1, entferne nicht den vorhandenen Displayschutz. Es ist zwar Glas, biegsames Glas, und darüber ist es, wie wir es bei allen anderen kennen, auch wieder diese Kunststoffschicht. Nicht runterknibbeln und aufpassen mit Stiften, mit Schlüsseln und allen möglichen Anhängern. Und dann denke ich mir, hier ist doch noch bestimmt irgendwas drin. Fühlt sich zumindest so an. Oh ja, wirklich. Wie soll man denn auf die Idee kommen, dass man da noch was rausholen muss? Ich habe das Gefühl, da ist gar nichts drin. Doch, da ist doch was zusammen. Aber wie? Wer hat sich denn das... Boah, Bums, Rums. Bei Google wieder ausgedacht. Da noch was reinzubauen. Und dann wird es wahrscheinlich am Ende doch nur Verpackungsmaterial sein. Und da ist gar nichts drin. Aber das gehört dazu. Na gut, da ist jetzt einfach nichts drin. Gucken wir lieber weiter, was wir sonst noch haben. Aufkleber, Google Pixel Aufkleber. Nein, SIM-Karten-Tool haben wir. Und die Erklärung, Fingerabdrucksensor an der An- und Aus-Taste, Lautstärkewippe wieder darunter, wie das typische Google-Setup. Strom unten, USB 3.2 und SIM-Karten-Slot auf der anderen Seite unten dann. Ja, und das war's. Keine Aufkleber, keine Infos. Und ich nehme alles zurück. Kein Netzteil. Ich glaube, Google wirbt mit einem 30 Watt USB-C-Netzteil, aber ich glaube, laden tut es das Ding auch wieder nur mit 18 oder so. Wir haben trotz eines schwarzen Gerätes ein weißes C auf C-Kabel und nach wie vor einen Adapter von C auf A. Aber doch kein Netzteil an Bord. Da hätte ich jetzt mehr erwartet. Und ich gehe sehr davon aus, dass das einfach nur Füllmaterial ist. Sollte das nicht sein, ich werde es mal nachher rausfrickeln. Ich will die Verpackung nicht komplett zerstören. Es geht ja alles wieder an Google zurück. Nicht, dass da der Nächste sich dann wundert, warum ist meine Verpackung zerrissen. So, dann packen wir es jetzt aber endlich aus. Oh, Grunz. Und jetzt Folie abziehen. Ach, Folie aus der Mitte rausziehen. Witzig. Da haben wir es dann. Ich schalte es auch direkt mal ein, und dann gehen wir gemütlich um das Gerät rum. So, damit wir was sehen. Schick. Also vom Formfaktor, es ist deutlich, deutlich dicker, als ich mir das jetzt erwartet hätte. Ne? Gerade im Zusammenhang, in dem Formfaktor, es ist wie ein normales Smartphone. Aber dadurch, dass ich hier diese Edelstahl-Rahmen da noch habe und ich habe hier einen gut sichtbaren Rand, ihr seht das ja drumherum, ist das eher was wie ein, was soll man sagen, ein zusammengefaltetes Taschenbuch. Wir haben das äußere Display, OLED 120 Hertz, ne, das innere übrigens auch, aber 5,8 Zoll. Von einem Seitenverhältnis von, ich glaube, 17,4:9. Wenn wir es dann aufklappen, wechselt das Ganze auf ein größeres 7,6 Zoll Display, aber Seitenverhältnis 6:5. Fast quadratisch an dieser Stelle. So, und jetzt sehen wir natürlich wieder nichts. Ich hätte es jetzt im Schweinsgalopp einmal kurz einrichten, aber das ist ja, ich flitze mal schnell durch, damit wir mehr sehen, weil so ist doof. So, und damit sieht das doch schon ein bisschen attraktiver aus, auch wenn es nicht ein komplett heller Hintergrund ist. Aber gehen wir erstmal um das Gerät rum. Wir haben an der rechten Seite die Tasten.
leiser und lauter, an und aus, können lassen sich vernünftig drücken. Die An- und Aus-Taste mit integriertem Fingerabdrucksensor hat vielleicht so ein bisschen viel Spiel, ja. Aber ihr seht es, ich komme als Rechtshänder problemlos dran. Und mal gucken, wenn ich dieses Teil als Linkshänder bediene. Oh, schön, ich komme an lauter, leiser und an und aus. Schön, schön. Und das im zusammengeklappten Zustand, obwohl es eher breit daherkommt, gefällt mir. Wir haben, wie gesagt, ja unseren, glaube ich, Edelstahlrahmen. Dann oben Lautsprecher, das SIM-Karten. Ah, nee, gar nicht. Das war das Antennending. Mikrofon wahrscheinlich. An der linken Seite nichts. Ne? Steht nichts wie bei Samsung oder sowas. Das haben sie sich dann gespart, da Google hinzuschreiben. Oder da wäre doch auch schön gewesen. Hashtag Team Pixel. Und unten dann USB 3.2 hatten wir ja schon, Mikrofon, Lautsprecher, Micro-SD-Karten, Nano-SIM-Karten-Slot. Wie gesagt, keine Speichererweiterung möglich. Und das Ganze ändert sich dann ein bisschen, wenn man es dann aufklappt und in diesem Formfaktor sieht. Und guck mal hier, es sieht nicht aus, als ob es komplett plan aufgeht, sondern es ist wahrscheinlich gerade, weil es noch frisch ist, da geht es nicht komplett. Da fehlt noch so ein, zwei Grad, vielleicht so ein bisschen drücken. Jetzt ist es komplett gerade. Interessant. So, was haben wir sonst noch? Auf der Rückseite wieder unseres bekanntes Google-Pixel-Kamera-Design. Und viel wichtiger, guckt mal hier, die Rückseite, auch im Schwarzen, ist matt. Ein bisschen Fingerabdruck anfällig, aber überwiegend, guckt euch mal das an. Google, das hättet, oder auch hier mit Fingerabdrücken, hätte man ein bisschen besser bewerben können. Ne? Weil so denken viele ja, oh, das ist wieder eine glossy Rückseite. Aber nee, das ist eher eine matte Rückseite. Das G spüre ich, ja, leicht glänzend. Und dann aber dieses fette Kamera-Array, wo Google ja sagt, wir haben die beste Kamera in einem Foldable verbaut. 48 Megapixel Hauptkamera, 10,8 Megapixel Weitwinkel, 10,8 Megapixel fünffach optischer Zoom. Da bin ich gespannt. Ähnliches Konzept hatte ja Huawei mit dem Mate X3. Dann haben wir Frontkameras. Ich meine eine 9 Megapixel Frontkamera im Außendisplay und eine 8 Megapixel Frontkamera, müsste man jetzt suchen, irgendwo im Rahmen wahrscheinlich, auf dem Innendisplay. Ach ja, da oben ist sie drin, da sieht man den kleinen Punkt da. Wenn es denn so ist, und die starten wir doch einfach mal ganz kurz. Ja, ich will doch gar nicht rumspielen, ich wollte doch nur mal ganz kurz die Frontkamera suchen, ob die wirklich da oben ist. Ja, da oben ist sie versteckt. Und wer sich jetzt fragt, wir machen das noch einen ausführlichen ersten Eindruck und testen und gucken, ob man damit auch Full HD 4K-Videos aufnehmen kann, anscheinend leider nicht. Aber das ist dann noch was anderes. Was ich hier aber gerade sage, rein vom Zubehör, vor allem von der Größe der Verpackung, für 1900 Euro hätte ruhig ein Netzteil dabei liegen können. Ne? Vielleicht sogar ein Case, ja, eigentlich, wer weiß. Aber das Ding in der Hand halten ist eine sehr schöne Erfahrung. Natürlich, dieses äußere Display, es ist wie ein normales Smartphone-Display, vielleicht ein bisschen breiter, als man das so gewohnt ist, aber damit kann man umgehen. Was mich gerade ein bisschen erschreckt ist, wie dick es doch daherkommt. Gar nicht das Gewicht, das weiß, es wirkt ja auch massiv, aber solide verarbeitet oder gut verarbeitet, für den Preis natürlich. Aber es kommt ein bisschen dann doch klobig daher. Wenn ich das dann aufklappe, denke ich mir auch, die Rahmen sind mal wieder sehr breit gehalten. Aber das ist ja, wieder gesagt, nur der allererste Eindruck. Ich finde das jetzt ganz interessant. Vor allem, es ist was komplett anderes dadurch, dass es so zusammengeklappt, so breit gebaut wird, als das, was wir bei den anderen Herstellern sehen. Ne? Natürlich, Samsung ist beim Fold ja die ganze Zeit schon hingegangen und hat es eher wie eine lange Fernbedienung gemacht. Die anderen Hersteller, sei es von einem Oppo, sei es von einem Xiaomi, von einem Huawei, von einem Honor, sind ja eher hingegangen, haben es ein bisschen verkleinert, sodass es immer noch ein bisschen länglich daherkommt, 20:9, 19:9 Format. Aber das hier hat eher wirklich was vom Taschenbuch. Komplett andere Herangehensweise an das Konzept. Wird bestimmt auch, wobei Oppo war ja auch eher in diese Richtung. Ne? Nicht ganz so krass, aber ne, kann ich mir vorstellen, dass das auch den einen oder anderen anspricht. Aber lasst euch nur gesagt sein, vom ersten Gefühl wirkt. Es ist definitiv ein Gerät, was ich vorher in die Hand nehmen würde. Weil das ist sehr ungewöhnlich. Es macht mich ein bisschen neugierig, aber es ist auch sehr ungewöhnlich. Und da denke ich mir auch so vom Inneren, ne, gerade mit der Spüre, gucken wir mal. Also das war erstmal das Unboxing. Ich will jetzt aber auf jeden Fall damit rumspielen. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.